Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Ja, der Dezember bzw. Weihnachten nähert sich. Wir haben morgen schon den 4. Advent und nächste Woche ist Weihnachten. Ja, es ist wirklich ein bisschen verrückt. Diese Woche war für mich ein bisschen schwierig, weil es einfach unglaublich dunkel war. Also sowohl die letzte Woche, um die jetzt die Bücherwoche geht, als auch jetzt die Woche zum Drehen. Ich wollte am Feierabend immer mal drehen und es war immer dunkel, immer. Es hat viel geregnet. Ich bin ja schon froh, wenn nicht so der Schnee im Extremen hier ist. Aber Regen und Dunkelheit, boah, also das schlägt wirklich auf die Stimmung. Umso schöner, dass ich ein paar gute Bücher gelesen habe und auch ein wirkliches Jahreshighlight beendet habe und in einem anderen Jahreshighlight noch ein bisschen drin stecke. Es war auch ein bisschen eine kleine Enttäuschung dabei. Ich habe auch ein bisschen Weihnachten auf Netflix weitergeguckt, sozusagen eine Serie. Und ich habe auch mit And Just Like This, That... And Just Like This, That, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also die Fortsetzung von Sex and the City angefangen mir anzuschauen. Die ersten zwei Folgen, die dritte kommt ja, glaube ich, dann jetzt morgen am Donnerstag. Also heute bei mir ist Mittwoch. Und dementsprechend möchte ich da auch ein bisschen was dazu sagen. Ja, wir fangen an mit den Büchern in der Vorstellung. Ich setze die Zeitstempel wieder unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und dann könnt ihr gegebenenfalls auch zu einem Buch springen, was euch eben mehr interessiert, auch die Infos zu den Büchern. Und wir starten mit etwas Weihnachtlichem. 24 Gute Taten von Jenny Fagerlund ist ein Buch, was im letzten Jahr schon bei mir eingezogen ist, was ich aber da in der Weihnachtszeit irgendwie nicht geschafft habe. Jetzt ist natürlich dann auch über die Rache des Sub mir wieder in Erinnerung gekommen und jetzt habe ich es vom Sub befreit. Dann habe ich gehört von Ursula Ponsnanski Shelter, ihr neues Jugendbuch, und auch gehört habe ich von Judith Merchant Schweig, ein Thriller, der ja von vielen jetzt schwärmend erwähnt wurde und ich mich dem auch nicht entziehen konnte. Und mittendrin in einem, es wird zu einem Highlight, stecken wir sozusagen noch in Insani von Kerstin Merkel. Da haben wir jetzt noch knapp 80 Seiten, zwei Leseabschnitte, beziehungsweise in dieser Bücherwoche waren es eben zwei Drittel, die wir von den 850 Seiten gelesen hatten, weil wir es uns auf knapp drei Wochen auch eingeteilt hatten. Wir starten mit dem Weihnachtsbuch 24 Guten Taten von Jenny Fagerlund. Es letztes Jahr bei mir eingezogen, habe ich nicht untergebracht, aber mich natürlich durch die Rache des Sub daran erinnert und wollte es jetzt eben zur Weihnachtszeit auch lesen. Wir sind in Stockholm unterwegs, treffen hier auf Emma kurz vor Weihnachten, die einen kleinen Geschenke-Haushaltswarenladen hat. Vor zwei Jahren an Weihnachten ist ihr Freund ums Leben gekommen bei einem Autounfall und seitdem ist Weihnachten nicht mehr ganz so ihr Fall. Die Trauer umgibt sie noch immer sehr extrem und sie wird auch nicht so richtig von ihr losgelassen. Sie beschäftigt sich auch nicht richtig mit der Trauer und fühlt sich von ihr eher, ich sage jetzt mal, gestört, als dass sie sie als hilfreich empfindet. Doch dann bringt sie am 1. Dezember einen alten Mann während eines Schneesturms nach Hause und merkt, wie gut ihr jetzt das im Grunde getan hat, hier eine gute Tat vollbracht zu haben. Und so nimmt sie sich jetzt eben vor, jeden Tag bis Weihnachten eine gute Tat zu vollbringen, wie eine Art Adventskalender. Sie geht also auf die Suche nach Dingen, die sie Gutes tun kann. Und so merkt man ein bisschen, dass die Magie des Weihnachtsfestes bei ihr dann auch wieder ihren Lauf nimmt. Ich möchte zu den anderen guten Taten gar nicht so viel verraten, weil ich die tatsächlich sehr schön fand, auch ein bisschen außergewöhnlich. Natürlich manches auch sehr vorhersehbar, aber mir hat das tatsächlich doch sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine wirklich schöne Weihnachtsgeschichte, die sehr atmosphärisch ist, die ja Stockholm rüberbringt, die Weihnachten, die Winter, die Kälte, aber eben auch das Festliche und Gemütliche von Weihnachten uns präsentiert. Der Schreibstil der Autorin hat mir gut gefallen. Er war flüssig, war leicht zu lesen, man konnte toll folgen und man kommt eben auch wirklich wunderbar in die Geschichte rein und verweilt auch sehr gerne in dieser Gemütlichkeit und eben auch mit diesem Sinn des Weihnachten, eben nicht nur Geschenke zu schenken, sondern eben auch den guten Taten sozusagen vordergründig so ein bisschen. Jetzt habe ich irgendwie den Faden des Satzes verloren, also die guten Taten sozusagen für das Weihnachtsfest. Irgendwie gibt es da kein Ende für den Satz. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Die Protagonistin Emma
Die fand ich ein bisschen schwierig. Ich fand sie sehr anstrengend. Ich konnte vieles von ihr nicht nachvollziehen, auch wenn ich grundsätzlich schon davon überzeugt bin, dass jeder anders trauert, dass jeder das anders verarbeitet und auch ich ja noch mitten in diesem Prozess drin bin für meinen Verlust aus diesem Jahr. Ich fand es tatsächlich gar nicht so schwierig oder es hat mich auch nicht so runtergezogen oder in ein Loch gezogen, dass ich hier eben jemanden als Charakter habe, der eben auch einen Verlust betrauert, weil ihre Trauer definitiv ganz anders ist als meine und ich es schon nachvollziehen konnte, aber ich sie unfassbar anstrengend fand. Also ich glaube, wäre sie eine Freundin, ein Mensch aus meinem Bekanntenkreis, weiß ich nicht, ob ich vielleicht mal das Gespräch gesucht hätte. Es ist auch ihr Verhalten oft mal ein bisschen unlogisch und das möchte ich gar nicht nur auf diese Trauer schieben. Denn unlogisch verhalten kann man sich auch ganz ohne Trauer. Ich finde sie sogar, manchmal fand ich sie ein bisschen weltfremd. Also es waren so manche Dinge, die sie gedacht hat, die sie gesagt hat, wo ich dachte, sag mal, bist du 5? Also ohne damit ein Kleinkind abzuwerten. Aber das war manchmal, wo ich so das Gefühl hatte, ich habe hier doch eine erwachsene Frau vor mir, die auch noch einen Laden führt. Also ganz so naiv, ja, weltfremd, konnte ich mir tatsächlich manchmal gar nicht erklären. Auch die Trauer um ihren Lebensgefährten, die ich schon nachvollziehen konnte. Aber es kam von diesen Emotionen sehr wenig bei mir an. Was natürlich für mich gut ist, weil ich natürlich ungern mich in ein Buch, in das ich versinke, um aus dem Jetzt sozusagen ein bisschen zu verschwinden, mich da reinziehen lassen möchte. Aber ein bisschen Emotion, die bei mir geweckt wird, hätte mich tatsächlich schon ein bisschen gefreut für dieses Buch, weil es gehört für mich auch irgendwo dazu, zu einem Weihnachtsfilm, Weihnachtsbuch, so einer Geschichte, dass man ein bisschen emotional wird. Und da dürfen auch gerne mal Tränen fließen. Und um es dann mit Gandalfs Worten zu sagen, nicht jede Träne ist von übel. Und ja, das hat mir hier gefehlt. Also definitiv Emma, schwieriger Charakter und auch Emotionen waren tatsächlich relativ wenig vorhanden. Die Nebencharaktere, wie zum Beispiel die Schwester oder auch die Nachbarin, die fand ich richtig gut erzählt. Die haben die Geschichte auch bereichert. Das fand ich richtig, richtig toll. Aber es ist schon manchmal eine sehr extreme Übergriffigkeit gegenüber Emma, die ich auch wieder ein bisschen schwierig fand, wo ich mir so dachte, wie kann man Menschen, entschuldigt, dass die Kamera wackelt. Die Katzen sind gerade über den Tisch gelaufen und das Handy steht sozusagen. Ja, ihr versteht. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil ich mir solche Übergriffe, also ich würde da sehr allergisch darauf reagieren. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich würde da definitiv meinen Mund aufmachen. Natürlich vielleicht nicht, wenn die Trauer ganz frisch ist, aber wir reden hier von jemandem, der 2 Jahre schon trauert. Das fand ich ein bisschen schwierig, dass man das einfach so stehen gelassen hat. Die zarte kleine Liebesgeschichte, die so ein bisschen erzählt wird, die nimmt einen sehr kleinen Raum ein, was ich ganz gut fand. Es hat auch gut gepasst, war auch nicht zu vordringlich. Das hätte ich jetzt von der Geschichte auch tatsächlich nicht erwartet. Es ist eine schöne Geschichte für die Vorweihnachtszeit. Man muss mit Emma ein bisschen klarkommen, aber sonst hat es mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also wunderbare Unterhaltung, ja, die mich doch ein bisschen auch noch mehr in Weihnachtsstimmung gebracht hat. Das neue Jugendbuch von Ursula Poznanski ist ja bei mir, ich glaube, schon im November eingezogen, wenn ich mich nicht täusche, und zwar Shelter, es ist deine Verschwörung, aber du bist ihr Opfer. Und mich hat schon das Buch sehr, sehr angesprochen. Ich hatte darüber auch mit der lieben Anka in Nürnberg, als wir uns getroffen haben, gesprochen. Ich glaube, Anka, du hast es dort auch direkt gekauft, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe mich dann aber für das Hörbuch entschieden, weil ich so dachte, von der Thematik könnte Poznanski auch als Hörbuch ganz gut funktionieren. Und ich hatte ja letztes Jahr mit Kryptos auch ein Highlight, was, glaube ich, auch irgendwie gerade hinter mir steht, wenn ich mich nicht täusche. Katzen haben ihre verrückten 5 Minuten. Und dementsprechend habe ich mich hier dann an das Hörbuch gewagt. Und zwar wird es gesprochen von Jens Wawrzeck. Man spricht ihn wahrscheinlich anders aus. Ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen meine Probleme mit seiner Stimme. Ich fand schon, dass er es ganz gut gemacht hat, aber er hat manchmal so genieselt, gequietscht. Das fand ich manchmal ein bisschen unpassend. Aber vielleicht, ja, bin ich auch zu alt diese Jugendsprache. Ich fand ihn okay, aber es wäre jetzt nicht der Sprecher der Grund, weswegen ich das Hörbuch gehört hätte. Vielleicht hätte ich auch in die Hörprobe erst reinhören sollen, das habe ich in dem Fall nicht gemacht.
Aber ja, das ist nicht weiter dramatisch, hat der Geschichte auch, finde ich, wie man so schön sagt, keinen Abbruch getan. Ja, alles beginnt mit einer Jugendparty, als Benny mit seinen Freunden so ein bisschen über Verschwörungstheorien spricht und sich dann tatsächlich auch eine Verschwörungstheorie ausdenkt. Denn es soll jetzt im Grunde laut ihrer Theorie Außerirdische geben, die die Körper von Menschen übernommen haben und sich so auf der Erde ausbreiten wollen und auch ausbreiten werden. Und sie spinnen diese Geschichte eben umher. Sie teilen diese Geschichte dann eben auch mit ihren Freunden über Social Media und es gibt tatsächlich erschreckend viele, die ihnen diese Geschichte glauben und für wahr halten und dann eben auch weiter teilen, weiter erzählen. Und ja, die Eigendynamik dieser Verschwörungstheorie ist hier dann nicht mehr aufzuhalten und so mancher ja, geht nun eben auch auf außerirdischen Jagd und die Gruppe rund um Benny ja, gerät hier auch ein bisschen in den Fokus der Gefahr. Ich glaube, vor 2, 3 Jahren hätten wir wohl noch über so eine Geschichte ein bisschen geschmunzelt und gedacht, naja, ob das so einfach geht, wir sind doch da jetzt schon längst weiter. Und natürlich erinnert die Geschichte ein bisschen auch an die Welle, was ja tatsächlich auch ein bisschen zeigt, wie schnell ein System eingeführt werden kann, wie schnell man Jugendliche in dem Fall ja auch eben dazu bringt, ja, diese Verschwörungstheorien oder dann eben auch dieses neue Machtgefälle, was es ja bei der Welle dann gibt, das eben dann auch zu leben und dann wirklich die eigenen Mitschüler zum Beispiel auch an den Pranger zu stellen. Ursula Poznanski, finde ich, hat wieder den Geist der Zeit ergriffen und wir haben in den letzten 2 Jahren, glaube ich, auch gemerkt, wie einfach es ist, ja, Dinge, die nicht wahr sind, die erfunden sind, weiterverbreitet werden, wie man selbst im Grunde auch manchmal wirklich ganz kritisch hinterfragen muss, was man liest, ob das Fake News sind, ob das eine Verschwörungstheorie ist oder was man davon hält. Und ich glaube, dass es perfekt in diese Zeit passt und wirklich Poznanski hier einen Zeitgeist aufgreift, der besonders auch für Jugendliche wichtig ist, um eben ja auch einfach das zu unterscheiden und auch einfach ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, dass nicht alles, was irgendwo steht und nicht jede Meinung ist eben auch wahr und nicht jede Meinung ist ja tatsächlich Fakt. Also nur weil jemand eine Meinung hat, muss das ja nicht richtig sein und eine Tatsache sein. Der Handlungsrahmen ist definitiv sehr, sehr spannend. Das hat mir richtig gut gefallen, wenn ich es auch weniger neuartig fand als zum Beispiel andere Bücher von ihr, die schon ein bisschen innovativer gewirkt haben. Es wirkt sehr modern, das habe ich richtig gut gefallen. Das fand ich richtig gut. Irgendwie habe ich heute Satzfindungsstörungen und passt zu meiner Sicht eben auch zu den Jugendlichen von heute und schafft für mich auch einen perfekten Jugendthriller. Also durch diese Spannungskomponente, durch die Sprache, durch die Themen, auch wie die miteinander sprechen, da muss ich wirklich sagen, das fand ich sehr passend und man hatte schon das Gefühl, dass hier wirklich Jugendliche sich miteinander unterhalten, ohne dass es zu Klischee behaftet ist. Doch dann, so ab der Hälfte, fand ich die Geschichte weniger innovativ. Sie hat eine Wendung eingenommen, ja, die irgendwie schon sehr, sehr angedeutet wurde und daher wurde sie für mich ein bisschen weniger spannend. Was wahrscheinlich auch einfach daran liegt, dass man natürlich durch verschiedenste Dystopien, Science-Fiction-Romane, die in eine ähnliche Richtung gehen, andere Literatur, die das so ein bisschen aufzeigt, eben einfach schon so ein bisschen ahnen konnte, wo es denn hingeht. Und deswegen glaube ich, dass das für Jugendliche, bei denen das vielleicht das erste Buch in diese Richtung ist, super spannend weiterging. Für mich war so ab der Mitte schon irgendwie klar, wo es hingehen würde. Auch hier die Kritik, wie ich sie ja des Öfteren jetzt schon auch bei Jugendbüchern angesprochen habe, mir sind das zu viele Themen auf einmal. Also wir haben hier einen kurzen Schwenk zu Afghanistan, zu dem Einsatz dort, was ich total merkwürdig fand. Es geht dann auch mal um die Erderwärmung und wir mischen so Themen, wo ich mich frage, warum? Also jedes dieser Themen hätte ja irgendwie ein eigenes Buch mehr oder weniger verdient und das irgendwie in diesem Thriller, wo es um Verschwörungstheorien geht, um die Eigendynamik auch von Fake News, das fand ich manchmal so ein bisschen zu viel des Guten am Ende. Hier wäre manchmal eben auch schöner gewesen, wenn Poznanski nicht den erhobenen Zeigefinger gezeigt hätte. Das macht für meinen Geschmack Ursula Poznanski eigentlich nicht.
Doch hier habe ich das ganz oft gestört. Hier bin ich immer mal so ein bisschen gezuckt und dachte, puh, also dieses extrem Oberlehrerhafte, und damit möchte ich jetzt keinen Lehrer kritisieren, das hat mir nicht gefallen. Also das hätte auch bei meiner jungen Steffi vor 20 Jahren überhaupt nicht gefruchtet, wenn jemand herkommt und irgendwie so macht. Das klappt auch heute nicht. Das mag ich ja auch bei dem einen oder anderen Sachbuch, zum Beispiel über Rassismus oder Ähnlichem, überhaupt nicht, wenn mich jemand belehren möchte. Und das, ja. Da sträubt sich alles in mir. Und Ursula Poznanski hat das hier gemacht, was mich tatsächlich gewundert hat, weil sie es sonst eher eben nicht tut. Und ich weiß auch nicht, ob man so mit Jugendlichen kommunizieren sollte und eben so diesen Oberlehrer raushängen lassen sollte. Ach, das Ende. Ohne zu spoilern, es war mir viel zu weit hergeholt und wirkte überhaupt nicht logisch für mich, beziehungsweise konnte man es überhaupt nicht herleiten, was ich unglaublich schade fand. Vielleicht ist die Zielgruppe ja eher ihr überrascht, aber mich, also ich habe nicht gewusst, wo das herkommt, wieso das so passiert und warum es dann auch so enden musste. Also es war für mich kein so richtig runder Jugendthriller. Ich würde sagen, es war ein gutes Buch mit guten Aspekten, besonders eben wie so eine Fake News, wie so eine Verschwörungstheorie ihren Lauf nimmt, das zu beobachten. Das fand ich super spannend. Und auch was das so in der Psyche der Menschen macht, das habe ich sehr gut gefunden. Und die erste Hälfte war wirklich top. Und bei der zweiten Hälfte, da war es dann irgendwie nicht mehr meins. Also es war ein okayes Buch. Man müsste sich vielleicht mal die Jugendstimmen dazu anhören. Jetzt bin ich natürlich definitiv nicht die Zielgruppe und darüber hinaus. Aber deswegen packen mich ja andere Jugendbücher von Ursula Poznanski oder auch andere Jugendbücher ja doch auch. Von daher, ja, kann man natürlich schon irgendwie Vergleiche ziehen, dass andere Jugendbücher klappen, aber das hier jetzt eben irgendwie nicht. Aber es war dennoch gut, ich habe gerne zugehört, aber ja, es hat mich jetzt nicht so gehighlightet wie andere Bücher von ihr. Und dann kommen wir zu einem Thriller-Highlight, und das verrate ich direkt zu Beginn des Jahres, und zwar Schweig von Judith Merchant. Für mich wirklich ein Thriller, wo ich froh bin, dass so viele Menschen um mich herum davon geschwärmt haben. Besonders zwei Freunde haben mir das jetzt eben ans Herz gelegt und auch gesagt, ja, lies das unbedingt. Und es ist wohl auch so, dass die Autorin für Kurzgeschichten schon ausgezeichnet wurde. Es ist jetzt ihr zweiter Thriller. Der erste Thriller heißt Atme und ist 2019 erschienen, während der hier jetzt, glaube ich, auch ganz frisch im September herausgekommen ist. Ich habe mich hier für das Hörbuch entschieden, weil wir verschiedene Perspektiven haben von den zwei Schwestern und wir hier eben auch ja, im Grunde durch die verschiedenen Stimmen eben auch die Charaktere gut unterscheiden können. Und das hat zum Beispiel bei Romy Hausmann auch wunderbar für mich funktioniert, wenn da eben verschiedene Perspektiven sind, ja, das dann eben auch zu hören. Die Sprecherinnen sind Christiane Marx und Ulrike Kapfer. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Und es gibt auch noch den Sprecher Tim Gößeler. Ja, der das dann auch noch ganz wunderbar macht. Also wirklich toll, diese zwei Stimmen der Frauen, die Schwestern sprechen und ja, dann eben auch gut zu unterscheiden sind. Also das ist ja wichtig, dass die Stimmen nicht zu ähnlich sind, wenn man eben in diesem Fall dann auch zwei Frauenstimmen hat. Ja, wir treffen Esther, die mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Stadt wohnt, die sehr glücklich ist, die einen sehr ja, auch wirklich freudigen Eindruck macht, wo man in diesem Familienleben annimmt, dass alles ganz wunderbar ist. Wir merken aber schon recht schnell, das ist doch eher auch ein bisschen mehr Fassade. Es ist kurz vor Weihnachten. Eigentlich hat Esther relativ viel noch zu tun. Sie muss noch den Weihnachtsmann, den Weihnachtsbaum besorgen, schmücken, Geschenke einpacken, hat auch noch das eine oder andere für das Essen zu tun. Und ja, dennoch nimmt sie den Vorsatz, den sie hatte, einen Tag vor Weihnachten, dass sie das Geschenk, was sie für ihre Schwester besorgt hat, vorbeibringt. Ihre Schwester Sue wohnt irgendwo im Wald, hat sich kürzlich von ihrem Mann getrennt und ja, da fährt Esther hin. Oder was heißt kürzlich? Ich glaube, sie sind schon länger getrennt, aber da fährt Esther jetzt eben hin, obwohl sie eigentlich recht viel noch zu tun hat. Und Esther landet dann eben bei ihrer Schwester in dem Haus im Wald. Und ja, nach so ein bisschen langem Hin und Her und Geziere kommen beide aber ins Gespräch und zerrütten dadurch so ein bisschen ihre Leben, wachen sich so ein bisschen gegenseitig auf und es kommen Wahrheiten ans Licht, die für beide sehr verstörend sind. Sie haben sehr lange kein so enges, echtes Gespräch, tiefes Gespräch mehr geführt, da auch beide jetzt nicht unbedingt die besten Geschwister sind,
Alleine, dass Esther zu ihrer Schwester immer Schnecke als Kosenamen sagt, also da habe ich echt gedacht, oh, wenn sie das noch einmal sagt, muss ich sie erwürgen. Und ich habe sonst sehr selten Mordsehnsucht. Nein, Todessehnsucht gar nicht. Aber Mord oder es ist keine Mordsehnsucht, so Mordsgedanken. Ja, ihr wisst, was ich meine. Zudem beeinflussen sich natürlich auch beide ganz extrem und auch ihre Leben, weil sie natürlich auch einfach Schwestern sind. Und man merkt dann eben hier ganz extrem, wie unterschiedlich die Leben sind und wie der jeweils andere das so ein bisschen betrachtet. Und ich muss echt sagen, wow, was für ein genial gemachter Thriller, der wirklich eine unglaubliche Sogwirkung hat. Ich habe mit dem Hörbuch Freitag angefangen, abends, als ich mit dem Buch von Ursula Ponsansky fertig war und habe es wirklich bis Sonntag weggesuchtet. Es hat mich wirklich gepackt, gefesselt, mitgerissen. Es ist ein, finde ich, wahnsinnig intelligenter Thriller, der wirklich toll geschrieben ist, der diese verschiedenen Perspektiven mit ihren Gedanken wahnsinnig gut rüberbringt. Also man natürlich nur immer das weiß, was gerade einer der Schwestern irgendwie denkt, in Erinnerung hat, wahrgenommen hat. Wir natürlich auch merken, wie beide unterschiedlich Situationen wahrnehmen. Und wir uns natürlich als außenstehender Dritter dann einfach fragen, was davon ist denn jetzt die Wahrheit? Was davon stimmt? Was ist echt? Und den besonderen Erzählstil, ich glaube, man muss ihn mögen, sonst kommt man wahrscheinlich mit dem Buch nicht klar. Ich fand ihn wirklich toll. Also von den ersten 30 Minuten an war ich wirklich drin, ich war ergriffen, ich war mitgerissen und war wirklich spannungsgeladen, was da jetzt die Wahrheit ist, was dahinter steckt, was passiert, was es mit diesem Schwesternkonflikt irgendwie auf sich hat. Und durch diese verschiedenen Perspektiven, die wir eben von den beiden Schwestern haben, bekommt man einen ganz speziellen Eindruck in diese Schwesternbeziehung, wie sich eben auch beide gegenseitig wahrnehmen und wie sie auch ihre Vergangenheit aufarbeiten und was da eben auch irgendwie passiert ist. Es war spannend, auch durch die sehr, jetzt gar nicht so langen Kapitel oder lange Perspektiven, die waren schon eher mittel, aber sie waren wahnsinnig intensiv. Also dadurch, dass sie natürlich wirklich in der Art mit uns sprechen, wie sie mit sich selbst sprechen würden. Und ah, das fand ich wirklich irre. Also man wollte auch immer wieder, wenn Perspektivwechsel kommt, sofort wieder wissen, was denkt eigentlich die andere. Und es ist wirklich eine Sogwirkung bis zum Schluss. Ich habe nichts kommen sehen. Ich fand die Wendungen irre. Ich war wirklich da, hatte Gänsehautmomente, wo ich wirklich dachte, wie faszinierend ist dieser Thriller bitte geschrieben? Wie sind diese Denkstrukturen gezeichnet? Zu was sind Menschen wirklich in der Lage zu denken, sich einzubilden, sich herauszunehmen, welche Boshaftigkeiten können in manchen Köpfen tatsächlich sein? Und wie ist das, wenn eben Menschen es manchmal nicht so genau mit der Wahrheit nehmen oder wenn sie sich die eigene Wahrheit so zurechtspinnen, dass sie für sie stimmt? Also faszinierend und ich bin so froh, dass ich ein wahnsinnig langweiliges Leben führe und dafür weder Muse noch Zeit mir noch irgendeinen Grund gibt, so etwas zusammenzuspinnen und dass ich auch keine so boshaften Menschen vermeintlich in meinem Leben habe. Und wenn ich etwas hasse, dann sind es Kosenamen. Und damit meine ich nicht, wenn man aus Stefanie Steffi macht, sondern eben Schnecke, Spatz, Hasi, Mausi, Bärchen, Schnuckipu. Oh. Also das geht bei mir überhaupt nicht, das ging auch noch nie. Und ich fand das schon immer schrecklich und natürlich sage ich das sehr wenigen Menschen. Also von daher, wobei, was heißt wenige? Aber in meinem Umfeld, also da gibt es zum Glück für mich keine Kosenamen. Bei Partnerschaften ist das das Zweite, was ich gefühlt sage, das wehe, wenn hier mal Schatz und Spatz im Spaß ist, das alles in Ordnung. Aber ah, das war jetzt too much information. Aber diese Schnecke, also ich habe echt gedacht, wenn sie das jetzt nochmal sagt, ich muss sie erwürgen. Das war wirklich so ein Impuls. Und ich glaube, hätte man da jedes Mal einen Schnaps genommen, einen Shot, dann wäre man am Ende irgendwie betrunken gewesen. Und ich habe echt gedacht, ja, wie das die Schwester eigentlich erträgt, also da habe ich echt gedacht, da hätte ich schon vor 20 Jahren mal was gesagt. Also ganz, ganz schrecklich. Dennoch super spannend, auch eben mit der Wahrnehmung, wie beide sich wahrnehmen, das Leben der anderen wahrnehmen, ihr eigenes Leben uns im Grunde präsentieren. Und ich fand es halt wirklich einfach erschreckend, wozu Menschen fähig sind. Also ich
war wirklich manchmal sprachlos davor gesessen und gedacht, puh, sowas kann es im wahren Leben tatsächlich geben. So funktionieren Menschen und so etwas gibt es. Und wie schrecklich muss das sein? Und auch für den Menschen im Grunde selbst. Und oh, Wahnsinn. Also wirklich großes, großes, großes Thriller-Kino. Und ich werde Atme auf jeden Fall im neuen Jahr mir auch anhören. Bin da sehr gespannt, in welche Richtung das Buch dann geht. Und ich danke wirklich allen, die davon geschwärmt haben und mich damit angefixt haben. Und ich es dann jetzt eben auch noch zum Jahresende hin gehört habe. Und dann ganz kurz zu einem Buch, wo wir ja in der Bücherwoche zwei Drittel sozusagen gelesen hatten, und zwar Insani von Kerstin Merkel, ein High-Fantasy-Epos, was mir unglaublich gut gefällt. Mir fehlen jetzt noch so rund 80 Seiten und ich bin so gespannt, wie das Ende ist. Natürlich sind wir schon ziemlich nah am Ende angekommen, aber ich freue mich natürlich auf das richtige Endfinale und ich finde es großartig. Es ist wunderbarst erzählt, es ist so richtig schön langsam, bildhaft, episch, groß und es hat tolle Charaktere. Also Kian ist mein absoluter neuer Liebling, den habe ich sehr, sehr, sehr in mein Herz geschlossen. So ein unperfekter, perfekter Charakter. Ach, ich finde ihn einfach großartig. Und ja, also nächste Woche da auf jeden Fall die finale Meinung. Ich kann vielleicht schon so viel sagen, ja, das ist wohl vielleicht schon vor der Bücherwoche ein schwärmerisches Video gibt, weil es definitiv für mich auch ein Jahreshighlight ist. Und da bin ich dann immer froh, wenn ich in meinem Adventskalender ein paar Türchen übrig lasse, damit eben so Jahresend-Highlights eben auch noch ihren Platz finden können. Natürlich könnte man immer wieder eins rauswerfen, aber das ist natürlich irgendwie dann doof. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich immer so drei, vier Türchen für den Dezember offen lasse. Am Ende könnte man ja immer noch, wenn dann kein Highlight mehr dazukommt, irgendwie aufgreifen. Aber es sind jetzt auch gar nicht mehr viele Türchen, ne? Aber ja, Insani ist definitiv ein Türchen und dazu dann auf jeden Fall in der nächsten Woche in beiden Videos sozusagen mehr. Und das waren sie jetzt auch schon, die Bücher der Woche. Also doch eigentlich eine ganz gute Lesewoche. Und jetzt auch in der Woche läuft das Lesen auch soweit ganz gut. Ich vermute dann so zwischen Vorweihnachten und dann zwischen Weihnachten und Neujahr, dass ich da jetzt eher ein bisschen entspannter lesen werde und nicht mehr so noch hinter Highlights, vermeintlichen Highlights, herjagen werde. Ja, ansonsten habe ich eine Serie auf Netflix geschaut und zwar ist das Weihnachten zu Hause. Das ist eine norwegische Dramedy aus dem Jahr 1920. Es gibt Staffel 1 und 2 und es wird wohl auch gemunkelt, dass es irgendwie vielleicht nochmal eine dritte Staffel geben könnte. Aktuell habe ich das aber bei den Netflix-Ankündigungen noch nicht gesehen, was aber wohl auch nichts heißt, weil wir wohl in Deutschland nicht immer die Ankündigungen von zum Beispiel eben norwegischen Netflix-Produktionen erfahren. Also es muss wohl auch bei der zweiten Staffel so gewesen sein, dass die recht überraschend dann einfach da war. Ich hoffe, dass ich dann doch irgendwie mitbekomme. Ja, also wir sind in Norwegen unterwegs und treffen auf Johanna, die auf der Suche nach einem Freund ist, den sie an Weihnachten zum Familienessen mitbringen kann. Sie sitzt am Kindertisch, ist total genervt von ihrer scheinbar perfekten Familie, die alle langjährige Beziehungen haben, Kinder haben, die Eltern schon ewig verheiratet sind und irgendwann rutscht es ihr eben dann bei diesem Essen raus. Sie hat einen Freund, den sie dann an Weihnachten mitbringt. Sie hat jetzt, ich glaube, es ist da so Ende November, eben noch bis zum 24. Dezember Zeit, einen Freund zu finden, was gar nicht so einfach ist. Sie meldet sich bei verschiedenen Dating-Portalen an, hat dann auch katastrophale Dates, finde dann die Liebe scheinbar bei jemanden, wo sie erst denkt, das darf und kann aber auch eigentlich gar nicht sein. Es gibt dann auch so den einen oder anderen Kollegen, wo es ein bisschen ernster werden könnte. Aber es ist jetzt schon natürlich ein bisschen Drama dahinter. Es gibt sehr ernste Themen, die besprochen werden. Es hat aber auch einen wahnsinnig humorvollen Anteil, wo ich wirklich viele Situationen, so ein bisschen gerade wie es um das katastrophale Dating geht, wo ich einfach nur nickend davor saß und dachte, ja, so war das definitiv auch vor 10, 15 Jahren. Also es ist im Grunde, glaube ich, für uns alle gleich, wenn wir irgendwie daten, dass es da eben nicht nur das romantischste Date gibt, sondern eben es auch manchmal in Katastrophen endet.
Und das ist natürlich dann oft sehr humorvoll. Und es ist hier auch toll verpackt. Und ich mochte die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor sehr gerne. Es war auch nicht flapsig oder hat auch nicht irgendwie drüber gewirkt. Ich mochte Johanna als Charakter sehr gerne. Ich finde auch die Schauspieler toll. Einen der Schauspieler kenne ich auch aus irgendeiner anderen Serie. Ich habe jetzt aber schon wieder vergessen, aus welcher. Das war auch eine norwegische Serie, die, glaube ich, auf eine Buchverfilmung verlief. Da ging es, glaube ich, irgendwie um so einen Schulamoklauf. Und da hat der Schauspieler auch mitgespielt. Und der hat mir da schon gefallen und der hat mir auch hier gefallen. Mit Namen habe ich es leider überhaupt nicht. Das ist auch so ein Problem in dieser Serie, dass die natürlich alle sehr typisch norwegische Namen haben und man sich da schon ein bisschen schwer tut. Also es ist dann für mich schon ähnlich mit den skandinavischen Namen, wie man es oft mit den asiatischen Namen hat, wo sich irgendwie gefühlt alles gleich und dann doch wieder ganz anders anhört. Und aber ja, es hat Spaß gemacht. Es hat mich gut unterhalten, es hat mich zum Lachen gebracht, auch mal zum Weinen, zum Schmunzeln und auch zum Nachdenken. Und ich fand das richtig, richtig toll. War eine tolle Überraschung an Serie, die ich so überhaupt nicht irgendwie erwartet hatte. Und dann ging es ja weiter, das läuft auf Sky, ging es weiter mit im Grunde Sex and the City, was jetzt aber nicht mehr Sex and the City heißt, sondern And Just Like This oder That. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. And Just Like That, ich glaube so. Und ja, es war ja irgendwie, also wir hatten ja glaube ich 7 Staffeln Sex and the City vor um die über 20 Jahren. Dann gab es noch 2 Filme, die glaube ich Anfang der 2000er irgendwie waren. Da fand ich Teil 1 noch ganz okay, bei Teil 2 war ich irgendwie gefühlt ein bisschen raus. Ich war ein riesengroßer Fan der Serie, ich war damals ja auf jeden Fall noch unter 20. Ich habe die Serie wirklich absolut geliebt, jeden Dienstag vor dem Fernsehen gesessen, angesehen, DVDs besorgt, immer wieder gesuchtet. Ich mochte New York City, ich mochte die Mädels, ich mochte diese Gruppendynamik, ich mochte diese Mischung aus ernsten Themen, Beziehungen, Familien, dann aber natürlich auch das Humorvolle, das Partyleben und ich mochte diese Mischung unglaublich gerne. Also, dass man wirklich wichtige Themen hatte, dass die sich aber auch alle nicht so ernst genommen haben und war dann natürlich so beim zweiten Film schon ein bisschen enttäuscht und dachte, die sind ja alle nicht mehr sie selbst. Also, was ist denn da passiert? Natürlich liegt da Zeit und Leben dazwischen. Auch ich bin nicht mehr die, die ich vor 20 Jahren war, wäre auch ein bisschen komisch, aber ja, und jetzt kam letzte Woche Donnerstag die ersten 2 Folgen und ich möchte hier auch gar nicht spoilern. Ich hätte mir gewünscht, dass mich jemand gespoilert hätte oder ja, hier im Grunde mir mal einen Tipp gegeben hat. Aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich nicht so angetan. Also ich bin jetzt gespannt. Morgen wird es ja eine oder auch 2 Folgen wieder geben. Es ist jetzt immer so, dass donnerstags eine Folge herauskommt. Ach, man nimmt jetzt hier unfassbar viele Themen hinein, sei es, dass es jetzt eben auch mal People of Color gibt, dass wir queere Charaktere hatten. Gut, wir hatten natürlich schon immer auch bei Sex and the City das Thema lesbisch, schwul, Bisexualität. Das war ja immer mal Thema Liebe zu Jungen, zu Alten und was auch immer. Man versucht hier aber schon queerer zu sein, dieses Thema auch eigentlich eher irgendwie organisch einzubauen, was für mich aber überhaupt nicht funktioniert hat. Ich fand auch, dass New York fehlt, dass dieses City-Feeling fehlt, dass diese Größe fehlt. Mir persönlich fehlt auch Samantha. Die Schauspielerin Kim Cattrall hat sich ja dazu entschieden, nicht mehr dabei zu sein. Ich fand auch die Art, wie man sie irgendwie rausgeschrieben hat, ein bisschen merkwürdig. Also ich bin nicht so reingekommen. Ich konnte da nicht so mitgehen. Emotional durchaus schon. Aber ich fand auch, dass die Charaktere so ein Schatten ihrer selbst sind. Sowohl Carrie, gut, ich meine, der Egoismus ist nach wie vor relativ groß, aber auch wie die aussehen, also man sieht ihnen an, dass sie unfassbar viel an sich haben machen lassen, außer bei Cynthia Nixon, die ja Miranda spielt, die finde ich tatsächlich mit ihren grauen Haaren und der coolen Frisur und auch ihren Style auf jeden Fall so, dass man sich das vorstellen könnte, dass so eine Anfang mit 50-Jährige aussieht, also eben auch in New York City, die im Leben steht, aber wie ihre Entwicklungen sind, was die auf einmal für Themen haben, da denkt man sich, wo kommt das her? Wie, ja, uns fehlen natürlich irgendwie 10, 12, 14 Jahre von den Frauen, aber also ich bin nicht so reingekommen. Also ich war nicht sehr begeistert, auch von den zusätzlichen Charakteren, auch von den zusätzlichen Themen. Ja. Ich bin sehr gespannt, vielleicht hat von euch jemand ja schon die ersten 2 Folgen oder dann auch die 1-2 Folgen jetzt vom letzten Donnerstag sich angeguckt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß auch nicht, ich finde es ein bisschen schwierig. Also für mich kam nicht dieses Zeitgeistgefühl rüber, dieses, dass ich da mitfiebern kann, dass ich da mich auch irgendwie wiedererkenne. Natürlich bin ich natürlich für Mitte 50, also
Na, da liegen ja auch nach wie vor 15 Jahre, wie es halt früher war, als die Anfang 30 waren und ich eben 16, 17, 18 war. Natürlich ist diese Differenz schon immer da, aber es wären jetzt keine Frauen wie vor 20 Jahren, wo ich hingucke und denke, Mensch, das ist cool, so möchte ich mit 30 auch sein. Und als ich dann 30 wurde, dachte ich, naja, da ist jetzt ja auch nichts dabei. Also es war jetzt kein Können, so zu sein. Hier würde ich sagen, oh, ich finde sie eher anstrengend und ein bisschen merkwürdig und ich möchte nicht so mit 50 sein. Aber natürlich, na, ist man natürlich, sind wir jetzt hier, wenn wir jünger sind als die, natürlich auch haben wir einen gewissen Vorsprung zum Zeitlichen, zu den Themen. Also versteht ihr, wie ich das meine? Ich glaube, es war jetzt sehr wirr. Aber ja, ich bin gespannt auf die Folgen, oder die Folge, die morgen kommt. Ich weiß gar nicht, ob jetzt ein oder zwei Folgen kommen. Und ja, mal sehen, wie das so weitergeht. Also ja, ich konnte es noch nicht so begeistern, überzeugen, mitnehmen. Es gibt aber durchaus eben auch positive Stimmen, aber durchaus auch die ein oder andere kritische Stimme. Ich glaube, da scheitern sich vielleicht auch so ein bisschen die Geister, vielleicht auch, wie man Sex and the City früher wahrgenommen hat. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ja, lange genug gequatscht. Ja, das war es, glaube ich, soweit zu der Bücherwoche. Ja, gibt es gar nicht so viel, es war jetzt auch genug zu erzählen. Morgen ist der 4. Advent. Ja, ich freue mich da ein bisschen drauf. Für mich geht es am Samstag erstmal zum Boostern. Ohne dass wir jetzt hier eine Impfdebatte, ein Impfgespräch irgendwie ausmachen. Ich hoffe, dass ich den 4. Advent in guter Verfassung sozusagen erleben werde und ja, dann auch ein bisschen The Witcher Staffel 2 suchten kann. Da freue ich mich an dem Wochenende schon sehr drauf. Der startet ja am Freitag, also für euch gestern. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ja, so viel jetzt von mir. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Bin sehr gespannt, was ihr so ein bisschen zuletzt gelesen habt, geschaut habt. Gerne auch Weihnachtsfilmempfehlungen. Gerne in die Infobox. Würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen schönen 4. Advent. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.